Wieso brennt er? Wollen wir das nicht gleich reparieren? Ricky, was machen wir hier? Ich kenne die Nero-Todeszüge schon und Horden von... Ich weiß, aber noch nicht so. Was zum Teufel? Sehen. Ich war schon oft hier, um sie zu sehen. Sie bleiben in den alten Gebäuden und kommen jeden Abend raus, als läute jemand eine Essensglocke, weißt du? Am Morgen kommen sie zurück, aber wozu? Ruheschlaf? Meinst du, hast noch nie nachgesehen? Haha. Nein. Einmal ging ich zu nah ran. Und ein Dutzend von ihnen hat mich gejagt. Ist wie ein Stich ins Wespennest. Na los, gehen wir. Es wird dunkel. Okay. Okay, dafür habe ich neulich etwas gesehen, was du nicht glauben wirst. Warte mal, woher weißt du das denn jetzt? Sie wurden schon öfter gesehen, überall in Lost Lake. Scheiße. Warum fragst du? Sie sind nicht hier, um zu helfen. Sie scheinen sofort loszuballern. Ist mir egal. Ja, klang irgendwie anders. Was für eine schöne Fahrt. Hey, wo zum Teufel wart ihr so lange? Schön, dich zu sehen. Skizo sagte, du und Deacon, ihr wärt los. Ich hatte Angst. Adi, ich bin müde, okay? Oh, echt toll. Hey, Deek. Danke. Ja, okay, sag Bescheid, wenn du mit dem Stromwandler anfängst. Ich bin hier. Klar. Schwachsinn. Was ist dein Problem? Nein, nein! Was ist dein Problem? Ich sag doch, ich bin müde. Mehr nicht. Okay, tut mir leid. Wie gesagt, ich hatte Angst. Du sagst doch sonst Bescheid, wenn du wegfährst. Okay. Das ist alles? Wir haben dich ja bei zwei richtig lieb. 400 Punkte jetzt! Hey! Scheißdreck! Oh, Stufe 2 erreicht. Das heißt, wir können den die mal aufmotzen. Ich verschwende hier echt meine Zeit. Aufdanken. Zu spät für Sumpfdienst. Drehen. Jetzt motzen wir mal auf. Motor habe ich hier schon mit Maximum. Hier auch. Ah, hier habe ich das große. Ja. Das hält erstmal. Satteltasche 2, dankeschön. Den großen Tank. Es ist noch nicht der ganz große. Ich glaube, es gibt noch eine Stufe. Was möchtest du noch? Ja. Gute Wahl. Schick und robust. Ja. Ja. Ja, das ist echt gut. Gleich ist Dante wieder pleite. Dein Bike sieht jetzt gut aus. Große Lachgas? So. Entweder die. Zu wenig Licht, die Idioten.
Das dauert länger. Ich finde die hier besser. Alternative Reifen. Das fällt erstmal. Andere will ich gar nicht haben. Ja. Was möchtest du noch? So. Maschinchen ist aufgerüstet. Ich will noch die Schutzbleche haben. Ja. Dankeschön. Leider. Nö. Ja. Ja, das ist echt gut. Ja. Hey, dein Bike sieht jetzt gut aus. Ja. Oh, was für ein Ja. Reinwerfer. Das ist der, den ich jetzt gerade habe. Gut. Und mal nachdanken, weil jetzt haben wir ja einen größeren dran. Bebe. Du siehst gut aus. Du gib uns. Was, wie geht's dir? So. Bringen wir nochmal hier die Beute weg. Wenn es jetzt scheißegal ist, weil wir haben es geschafft. Deke, lange nicht gesehen. Vorräte, aber aufladen. Ja, gut. Ja. Die Satteltasche passt ja auch mehr rein. Maschinengewehr, ja. Dann habe ich schon wieder einen Ausgabekonsum. Nee, Blendgranaten brauchen wir nicht. Oh, Thema Waffen. Goldbreaker, das ist die Schrotze. Ja, wobei ich bin eigentlich mit meiner derzeitigen sehr zufrieden. Muss man sagen. Außerdem habe ich es eher dann auf die hier abgesehen. Sie ist dann doch wieder angenehmer. Aber die hat schon was. Na gut. Okay, gut. Dann hatte ich ja noch was gepflückt. Geben wir auch noch ab. Und dein Fragezeichen kann so blinken, so viel wie du willst. Was ist los mit dir? Hätte ich es damit geschafft? Das war's erstmal. Ja, hätte es damit tatsächlich geschafft. Nur mit dem Bärchen und so abgeben. Hätte ich es geschafft. Ah. Oh, Arschietrick. So, Copeland wollte was von mir und Tucker. So. Wollen wir mal gucken, kann ich hier hinporten? Schnellreise nicht möglich. Bike ist zu weit. Nee. Laufen wir mal schnell zum Bike hin. Lolli und Hopsasa. Wieder rauf. Kann ich jetzt zu Copeland? Ja. Machen wir das. Boah, 62% habe ich noch im Tank, wie geil. Ich kenne ihn. Hey, Ricky. Meinst du, mal lohnt es sich? Ja, und er ist plötzlich viel kooperativer. Anscheinend kamen sie kurz vor einem Schwarm an. Sie haben angeboten, ihn dazulassen, wenn er nicht sagt, wo die Samen sind. Ja. Das ist schräg. Ich hätte ihn da verrotten lassen. Ja, du weißt ja, was Iron Mike dazu sagen würde. Alter, es ging jetzt gerade darum, vom Kopfgeldjagd. St. John, ich habe einen Job für dich. Ich höre. Such nach Ned Walker. Trägt einen roten Schal. Er und seine Leute standen neulich vor dem Tor. Wir ließen sie nicht rein. Er tötete eine der Wachen und verschwand. Hat ihn jemand verfolgt? Er verkriecht sich in einem Plünderer-Camp nördlich vom O'Leary Mountain. Ich glaube, du weißt, wo das ist. Nein, aber ich finde ihn schon. Okay. War bei ihm nicht auch der Auftrag gewesen mit... Boah, welcher Bastard von euch war das?
Boah, mein Abendspike. Aber war er das nicht auch schon mit dem Typen, der rote Schuhe hat oder rote Stiefel? Oder war das Tucker? Boah, ja, man hätte die gerade alle erschießen sollen. Dick, hab gehört, du hast Lynch aufgespürt. Oh ja, Mike, ich hab ihn. Ah, Anisier sagt Tucker, okay. Boah, ist die Karre jetzt am Dämpfen, du. Oh, großartig, ja. Zu schade, dass Campbell und Reed nicht dabei sein können. Hey, dafür werden andere ihren Namen aufsagen. Und es gibt auch einen Zeugen. So regeln wir die Dinge, Dick. Überlass ihn mir 5 Minuten und du kriegst dein Geständnis. Danke, wir machen das schon. Iron Mike and Dan. Du. Hey Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Da geht's runter. Ich gebe Skizzo den Rücken frei, ja? Der wird sich fragen, warum ich nicht zum Arbeitsdienst erscheine. Hey, Dick. Was für ein Arbeitsdienst? Boozer ist, keine Ahnung, er ist aggressiv. Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Gut, was willst du? Komm, ich bin im Camp. Verstanden. Coop Ende. Hier noch nicht ausgelöscht? Sind doch die, wo dann die Psycho-Wölfe kommen. Dann alle abgemuckelt gehabt. Hey Cope, die sind wiedergekommen. Ja. Wer war das? Ein Junge, alle nannten ihn Gopher. Keine Ahnung, wie er wirklich hieß. Gopher. Wie alt war er? Wie gesagt, ein Junge. 19, 20. Keine Ahnung, wie er es so lange geschafft hat. Er war ein guter Junge. Er ist tot. Fragst du? Also. Bleib mal länger im Camp. Lern die Leute kennen. Dann hättest du auch einen Grund. Mission jetzt zu Ende? Ich hab ihn schon umgebracht. Ja! Er bestätigt es sogar! Was? Was gibt's? Er hat auch rüber geguckt. Ungefähr. Weil eben gerade die Hauptperson hat richtig rüber geguckt. Mist, den treffe ich nicht. Oh, jetzt. Ich könnte denken, du hast was gegen die... Ey, wieso sollte ich denn was gegen diese Menschen hier haben? Guck mal, ich ziele nur und dann fallen die irgendwie auch zusammen. Lebt hier noch jemand oder? Nein? Okay. Kopf will das haben. Ah, da sind die Psycho-Wölfe. Wölfe. Es war ein Psycho-Wolf. Wo ist der zweite? Den sah ich auch. Aber wenn ich ihn rufe wie eine Mieze-Tatze, kommt er nicht, ne? Da ist er.
Anschuss in Puppe. Lauf doch nicht weg. Will nur zeigen, wie doll ich dich lieb habe mit einer Kugel. Ah, der ist flink. Kleine Scheiße. Mann, der kann aber fressen. Da war der andere aber mit zwei Schuss tot. Hallo? Wo bist du denn hin? Hallo? Ich weiß, du bist noch da. Gesagt. Ja, trotzdem bin ich der Meinung, dass das Ei sein müsste. Dann komme ich runter, gerade in die Leiter, drehe mich um und dann guckt er mich zähnefletschend an und zerfetzt mir das Gesicht. Ja, wäre definitiv schlecht für mich, ja. Mein Bike ist in die Richtung. Vorbereitet. Ne. Oh, Jägerohr. Mhm. Interessant, interessant. Habe ich jetzt hier alles schon eingesammelt und verdrücke mich schon wieder. Ja. Ja, das stimmt. Auf der PlayStation habe ich länger gebraucht. Da hattest du ein lebenswichtiges Teil erwischt. Mann, jetzt laufen ja immer mehr hier rum. Es blitzt. Hey Ricky, bist du da? Ich werde eine Weile weg sein. Halt mir bei Skizzo den Rücken frei, ja? Hast du nicht mit ihr erst darüber gesprochen? Sprich mit Eddie. Ich glaube, ich weiß, wie ich ihn aufmuntere. Keine Ahnung. Ich dachte, ich fahre hoch zum O'Leary Mountain und sein Bike und bringe es ihm zu. Ach, du willst ihm eine Frau besorgen, die ihm einen runterholt. Hältst du mir jetzt den Rücken frei oder was? Danke, Ricky. Dicken Ende. Nein. Ein kühles Blondes mit einer Zigarre aus Hawaii. Bist du da? Wenn ihn das nicht aufmöbelt, ne? Wie geht's dir, Bruder? So wie immer. Merkst du immer noch, Hubschrauber? Ja. Ausgefunden, was die vorhaben? Keine Ahnung. O'Brien scheint die Wahrheit zu sagen. Hero ist hier draußen auf Feldmission und studiert die Freaks. Genau, Whisky-Trinker sagt, ja? Hey, ich muss langsam los. Skizzo war hier. Zum Latrinendienst verdonnert. Sag Skizzo, er soll Scheiße fressen. Ich werd's gerne ausrichten. Bis dann. Habt ihr jetzt fertig gelabert? Nicht, dass ich gleich die Scheiße nochmal quatschen muss. Alles gut. Wie, das Ding geht wieder kaputt. Tja, nächstes Mal komm einfach direkt zu mir. Du als Freiwilliger?
dass ich das noch erlebe. Mein Bike. Geh zu Manny. Wenn du genug Camp-Punkte hast, mach das dir fertig. Aber, Koblenz, da gibt's mal viele Punkte. Nee, der Gefahr. Ich habe sogar jetzt Punkte, also Geld bekommen, dass ich immer wieder einen Sprit aufnehme. Oh, wie geil. Ich mach sie dir wieder flott. Aber Leistung, Manny. Ist zwar den anderen Rahmen hier drin, aber. Iron Mike ist da besser ausgestattet. Okay, Mann. Wir sehen uns, Grüße dich, Newskuchen. Weiß nicht, ich habe gerade das Bike repariert. Wieso zeigt er mich schon wieder 99% an? Manny, das geht so nicht. So. Dann gehen wir mal. Welche Mission ist das hier? Er ist mein Bruder. Wieder auf die Straße. Kehre zum Uni Mountain zurück. Also, zu Dakar. Die Reise.